Die Deutsche Post hat mit dem Autobauer Ford eine Allianz geschmiedet, um die große Version des Street Scooter auf die Straßen zu bringen. Jetzt hat die Serienproduktion schon begonnen. Die Deutsche Post will den Elektrotransporter auch an andere Kunden verkaufen. Konkurrenz aus dem Inland muss das Unternehmen dabei offenbar nicht fürchten. Im Kölner Ford-Werk beginnt die Serienproduktion. Auf dem Fahrgestell des Transporters Transit lässt die Post den Street-Scooter in XL bauen. Rund 200 Pakete haben hier Platz. Damit bekommen die Modelle Work und Work L einen großen Bruder. Da war die Entscheidung, auch das selber machen auf einer neuen Plattform oder einen Partner suchen und haben eben mit dem Ford Transit und Ford einen idealen Partner gefunden, mit dem das hervorragend und deutlich schneller geht, als wir das selber gekonnt hätten. Die Deutsche Post will ihre Pakete und Briefe künftig nur noch mit E-Fahrzeugen ausliefern für einen besseren Klimaschutz. Die Diskussion um den Dieselantrieb spielt Street Scooter in die Hände. Nicht schädlich für uns, dass es diese Diskussion gibt, aber nichtsdestotrotz, wir haben begonnen mit dem Thema deutlich vor der Diskussion, weil wir gesagt haben, man muss was für das Thema Nachhaltigkeit tun. Dadurch fühlen wir uns natürlich ein Stück weit bestätigt. Konkurrenz gibt es für den Street-Scooter kaum. Und die Hersteller, die ebenfalls E-Transporter bauen, kommen meist aus dem Ausland. Ende 2017 fuhren insgesamt 11.067 Elektrotransporter auf deutschen Straßen. 5.500 davon Street-Scooter, die hauptsächlich von der Deutschen Post genutzt werden. Doch auch andere Kunden wie Handwerker will das Unternehmen gewinnen. Sei es von der Ergonomie oder von anderen Prozessen, darauf stellen wir uns entsprechend ein. Das heißt, wir fokussieren uns auf Branchenlösungen, auf bestimmte Segmente und dadurch haben wir eben auch eine gewisse Überlegenheit. Ausgerechnet die als behäbig geltende Post kaufte 2014 das Start-up Street Scooter. Dieses Jahr sollen noch die ersten 1000 XL-Fahrzeuge im Kölner Werk gebaut werden.